Hallo und guten Tag im Kochstudio. Heute machen wir Erdbeermilchshake und ihn wird es schmecken. Als erstes holen Sie sich die Gerätschaften raus. Und zwar ein großes Glas. Es müsste schön groß sein. Genau das Richtige, was wir suchen. Okay, nun brauchen Sie einen Schneebesen oder Mixer, je nachdem, was Sie da haben. Das ist ein Schneebesen. Brauchen Sie die Zutaten, und zwar 25 ml Milch und ein Löffel Erdbeerpulver. So, das Erdbeerpulver kriegen wir aus dem Kühlschrank. Ah, das ist das Erdbeerpulver. So, und jetzt brauchen Sie mal eine Packung Milch erstmal. Die Milch sollte natürlich frisch sein. So, und jetzt machen Sie die Zubereitung. Wir haben jetzt ein Glas, ein Schneebesen, ein bisschen Milch und ein bisschen Erdbeerpulver. Das ist eine leckere Mischung, das hört sich auch ganz lecker an. Das wird fantastisch. Natürlich müssen Sie sich sichere Handschuhe anziehen, weil diese Erdbeerpulverflüssigkeit ja ätzend ist. So, wir haben hier auch gleich welche liegen. Wir haben ja immer alles vorbereitet. Ah ja. Diese wunderschönen ätz-sicheren Handschuhe kriegen Sie in jedem Fachhandelgeschäft, wie zum Beispiel Pennymarkt, Edeka, Aldi, Plus und. So, nun werden wir es ein bisschen vorbereiten hier. Zuerst füllen Sie die Milch in das große Glas rein. So, jetzt haben wir ein bisschen Milch da drin. Und noch ein bisschen Joghurtsoße, weil wir kein Erdbeerpulver mehr haben. Leider haben wir nämlich kein Erdbeerpulver mehr, weil die Joghurtsoße ausgegangen ist. Sie tun ein bisschen da rein ins Glas. Es sollte nicht zu viel sein, weil er sonst zu sehr nach Erdbeer schmecken könnte. Soweit, so gut. Sieht es schon sehr lecker aus. Und jetzt kommt noch ein bisschen Sahne obendrauf. Die Sahne haben wir natürlich immer griffbereit stehen. Oh, das sieht sehr lecker aus. Das wird bestimmt ein Hit. So, jetzt sind wir schon fast fertig mit dem Erdbeershake. So, ich habe ein bisschen Husten. So, Sie müssen ihn jetzt nicht verzehren. Aber eine Sache fehlt noch. Wir sind aber noch nicht fertig, deswegen rühren Sie jetzt den Erdbeermilchshake um. Mit ins Schneebesen natürlich. So. Das sieht ja schon mal lecker aus. Nachdem Sie gerührt haben, können Sie ihn natürlich auch noch ein bisschen verfeinern mit Butter. Wir nehmen natürlich beides. So, erst die getrockneten Blumen. Sie sollten 2 bis 3 Prisen da rein tun. So sollte das zwischenzeitlich aussehen. So, und jetzt kommt noch die Butter. So, sie sollte am besten fettarm sein. Das sieht ja schon lecker aus. Das sieht ja schon lecker aus, ne? So, dann tun Sie einen kleinen Teelöffel da rein. Die Butter schmieren Sie in das Glas rein. Erinnern Sie sich noch an den Schneebesen? Der kommt nämlich jetzt nochmal zum Einsatz. Und zwar brauchen wir ihn, um das nochmal alles unterzurühren. So, und rühren. Wie das duftet.
sind wir auch fertig eigentlich. Nun können wir ihn verzehren. Aber vorher müssen wir noch eine wichtige Sache erledigen. Die Füße abtrocknen. Und den Arbeitsplatz natürlich sauber machen, das wird natürlich auch immer dazu. So, nun können sie ihn wegkippen. Weil das die beste Lösung ist, den loszuwerden, den Milchshake. Mh, das schmeckte gut, das war ein Gedicht. Bis zum nächsten Mal, ihr Werner Koch. Und ein bisschen Joghurtsoße, um das ein bisschen Erdbeergeschmack verletzen. Kannst du wohl eh gerade weltbesten Anrufe.